Im Februar 1500 marschierte ein 12.000 Mann starkes dänisches Heer in die Landschaft Dithmarschen an der Nordsee ein, um die Dithmarscher Bauern zu unterwerfen. Dem Heer standen nur ca. 3.000 Bauern entgegen. Am 17. Februar 1500 öffneten die Dithmarscher mehrere Deichsiele und fluteten so das Schlachtfeld. Das dänische Heer wurde hierdurch vollständig vernichtet und das Land Dithmarschen blieb bis ins 19. Jahrhundert weitgehend frei und unabhängig. Der freie Geist der Dithmarscher ist seitdem sprichwörtlich und erlebt offenbar noch heute. Schleswig-Holstein mag in den Augen mancher Mitglieder im AfD-Bundesvorstand ein kleiner und unwichtiger AfD-Landesverband sein. Die Behandlung, die der Landesverband von dort erfährt, spricht für sich. Bereits im Fall der nordrhein-westfälischen AfD bescheinigte die Parteienrechtlerin Sophie Schönberger dem Bundesvorstand der AfD ein autoritäres Verständnis von Parteiorganisation, das an vielen Stellen zu beobachten sei. Nachdem Herr Dr. Gauland vom Bundesvorstand der AfD in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung meine Wähler als Spinner bezeichnet und angedeutet hatte, dass auch sie aus der Partei entfernt werden müssten, kam im AfD-Kreisverband Dithmarschen Unmut auf. Der Kreisvorstand forderte den Landesvorstand Schleswig-Holstein auf, ein für den 20. September 2019 mit dem Bundesvorstand terminiertes Klimagespräch abzusagen. Der stellvertretende Landesvorsitzende Dr. Kaden sagte seine Teilnahme bereits ab. Die Kommentare reichen von alle Achtung bis so geht Haltung. Dem kann ich mich nur anschließen.